Willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, Hallo dem und herzlich Geisch. willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown hier heute auf dem Kanal mit mir, dem Herrn Gelisch. What? So, und wir kämpfen gegen Best of the Best of the Best. Und die haben uns ganz schön platt gemacht. Aber mal richtig rasiert. Jetzt schauen wir einfach mal, was wir da rausholen können aus dem ganzen Ding hier. Jo. Ab in den Rumble. It's time to rumble, ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble. Lass mal kurz gucken, ob der Rocker dabei war. Nee. Ist er nicht mehr in der Gilde? 48 Leute, Alter. Haben die uns rasiert. Vor allem, wenn man sich die Helmanzahl anguckt. Mit 48 Leuten, 45 oder so. Cargo und Jartun. Aber wir werden jetzt schauen, was wir mit dem Kollegen anfangen können. Das ist der maskierte Held. Jetzt erstmal hier. Ich fange jetzt erstmal mit dem 300 Dollar an. So. Dann. Na, der Hedge Center will später zum Heilen. Das ist auch gut. Jetzt haben wir hier mal als nächstes. Ja. Den Center Bill setze ich nach ganz hinten. Jetzt lassen wir das erstmal so. Jetzt hier den Ruppert. Boah, noch einmal zum Heilen kommen. Bitte noch einmal zum Heilen kommen. Herr Onkel Doktor, komm, Onkel Doktor, hilf mir. 96 Aha. Helme. Keine 100. Und? 96. Und beide? Er hört meine Musik, oder? Nein. Ich höre so. Ich nicht. Zum Glück. So, also weiter geht's. Match Nummer 2 gegen Horse Rashes. Ja, dann würde ich mal sagen, dann fangen wir doch mal gleich hier an mit dem Hasenkostüm. Dann machen wir hier gleich mal die Nun Peggy hin. Und eine Amy wäre hier in der Situation gar nicht so verkehrt. Hier kann sie sich selbst wieder heilen mit der Clown-Maschine. Rogers Kleiderschrank. So, und dann hier die Klobberella mit an den Start bringen. Oh my God. Jetzt muss nochmal gepusht werden, nach rechts und links. Jetzt wird es endlich mal da vorne diesen Deathball wegbekommen. Ich will diesen Deathball jetzt weghaben. Deathball. Ja, der muss jetzt endlich mal weg. Guck dir das mal an, der baut sich zu dem und er targetet wieder so auf mich. Guck dir das an. Der Horse Rash ist zu mir. Der baut zu dem und der baut direkt zu mir. Mhm. Guck dir das mal an. Den juckt es nicht. Hauptsache den YouTuber töten. Das meine ich damit halt gleich. Dann gönne ich mir halt den erstmal. Dann hole ich dich halt easy. Komm her, Alter. Wer targetet, Alter, der kriegt das hier. Danke. Okay, fort, ey. Baust du doch erstmal ein. Ja, genau, mach ich da erstmal. So. Ich gönn mir kurz ein Schwert. Das ist immer noch nicht richtig eingebaut. Doch, doch, der ist eingebaut. Guck mal. Zack. Schau mir kurz Endsteine. Ich mach jetzt richtig den Nerv. Ja, komm her, ja, bau ab, komm. Ja, perfekt. Was will er denn tun?
Was willst du tun? So, was habe ich für Möglichkeiten? Cheerleaderin, Peggy, Putzfrau. Ich kann ja auch erstmal den Batman übersteigen. Und jetzt hier Buch der Zaubersprüche. Jetzt hier hinten mal den Nun Peggy hingeflatscht. Und damit sind wir durch. Das ist so sinnlos. Damien C304-95. Ich lasse den einen extra in Ruhe. Aber nein, er geht natürlich. Ach, der Gegner von dem. Der Gegner, der sich zu ihm baut, juckt ihn natürlich nicht. Der geht erstmal auf mich alle. Was meine ich damit? So, Rubik's HNK. Fangen wir jetzt mal einfach an mit Bobby. Clown Bobby. Machen wir hier das Hasenkostüm hin. Und jetzt mit der Nun Peggy ist da schon einmal die Gigi die Gun auf jeden Fall platt. Ja, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Ich brauche jetzt hier wirklich. Okay. Machen wir mal den. Den. Was habe ich hier noch für Möglichkeiten? Da hinten könnte ich die betrunkene Peggy dann hinsetzen. Ich muss den erstmal jetzt hier runterkrippeln. So. Michael Dangle Low. Der holt sich auch immer wieder Leben zurück. Rogers Kleiderschrank. Und jetzt ist das Match vorbei. 80 Helme geholt. Gut. Best of the best of the best. Ja, gleich. So, ja. Findest du, der Knüppel sieht cool aus. Ja. Oh Mann, was die uns rasieren, ne? Ja. Naja. Ist ja auch the best of the best of the best. Und nicht the keine Ahnung was, of the best of the, keine Ahnung was. Ja, immer Spartacus. Oh, willst du dich zur Mitte bauen? Gleich im Hasenkostüm. Komm, ich puste dich sogar zur Mitte. Ey, boy. Tu mir ist die Frage, das wäre der maskierte Held. Oder aber ich fange jetzt gleich hier mit der Nun Peggy an. Ui, 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 jetzt muss aber was passieren hier. Oh mein Gott. Alles klar. Pushen, 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 pushen. Hier mit dem Baum jetzt erstmal noch mitheilen. Oh Scheiße. Ach nö, komm, hör doch auf Gold zu spielen. Boy. Jetzt habe ich echt ein riesiges Mega-Problem. Jetzt habe ich ein riesiges Mega-Problem. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt in den Griff kriegen soll. Ich verliere jetzt ein Match. Nein, ich verliere. Scheiß Panda Peggy am Anfang. Mann, ey. Oh. Ich habe aber auch nichts mehr bekommen, ne? Ich habe nichts mehr gekriegt. Echt so ärgerlich. So abturnend. Naja. Was willst du machen? Ist es dein Ernst? Hat er dich eingebaut? Ja, und zwar, er hat mein Bett abgebaut und jetzt baut er mich ein, oder was? Alter. Psst. Meine Fresse, ey. Rubik's HNK. So, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Da hätte ich gleich den Bandit Bob. Hier wäre es der Maracas Peter. Okay. Also wir fangen jetzt erstmal so an, dann schauen wir mal, was da kommt überhaupt. Okay, das kann ich natürlich auch machen. Ich kann auch eine Susan Boyle machen, auch kein Problem. Jetzt erstmal hier ein goldenes Stück Scheiße hin. Boah, nein, 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 nein,
Ja, gleich? Guck mal, kannst du es zu mir hoch? Nein, kann ich jetzt nicht. Alles klar, doch, kannst du. Nein, kann ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht. Alter Vater. Das ist so scheiße. Das ist so scheiße, wenn du... Da kannst du nichts machen, ne? Keine Chance, wenn erstmal deine Flügelmutter Lila voll am Start ist. Was willst du denn dagegen? Ich hatte heute einen Drunken Stand in Mythic, also... Ah, ja... Ja, gleich. Ich komme nicht mehr dran. Ich kann nichts mehr machen. Ja, gleich. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt mache. Was? Ich hole uns jetzt ein Skywars-Plugin. Oder? Skywars? Kannst du gerne machen. Skywars ist cool, mit den ganzen Kits und so. Kannst du gerne machen. Da kriegst du und wir beide kriegen alle Kits, ne? So. Oh mein Gott. Was ist denn los bei dir? Was ist los bei dir? Das war nicht gut. Schau auf YouTube. Am besten auf YouTube schauen. So, Max Power. So, ich muss jetzt hier. Ich fange jetzt ganz klassisch mit dem Gewehr an. Scheiße, mit dem Hasenkostüm da. So. Meine Dollarmesser. Oh. Jetzt Schule für Hochbegabte. Hier sehen wir schon was. Skywars. Badminton Roger. Gleich rüberbauen. Und jetzt dieses Match hier beenden. Möglichst schnell beenden. Bevor hier noch irgendwas kommt, was ich nicht haben möchte. So, jetzt die Susan Boyle. Um sich nochmal selbst zu heilen. Kommen wir nicht mehr dazu. 92 Helme. Oh, Mann. Yo, Mann. 12 Minuten noch 3 Matches. Krasser Gegner. Momotaro. Dann fangen wir am besten gleich so an. Ich mache jetzt gleich als allererstes den Batman-Watcher. So. Den pushe ich jetzt als nächstes mit der Furzschule für Hochbegabte. Dann, jetzt lass mich mal überlegen, das wäre der Ringer, was kann ich noch alles machen? Jug-Spieler, das ist auch wieder der Ringer und das ist auch wieder dieser Jug-Spieler. Nee, wir machen jetzt hier weiter. Nächste Furzschule. Du bist so untergehen. Du bist so untergehen. Bobby? Ich schmeiß erstmal hier diesen. Ja, du wirst so untergehen, kriege ich gesagt. Und dann verliere ich auch gleich dieses Match. Okay, drittes Match verloren. Zwei Matches habe ich noch. Ich mache es jetzt anders da. Ich glaube, das wird sonst nicht funktionieren. Ich switch jetzt hier rüber. Und mache hier rein. Noch den. Die Tina. So. Okay, versuchen wir es nochmal. Jetzt mit mehr defensiven Karten rangehen. Müssen wir jetzt auch mal ein bisschen was überleben bei so einem Gegner.
So, alles klar. Bengloas. Jetzt können wir gleich mal schauen. Das wäre dieser RC-Helikopter. Ich fange jetzt aber erstmal mit dem Gewehr an. Und mache jetzt gleich das 300-Dollar-Messer. Zertrunkene Amy. Das ist der verkaderte Steve. Studentin. Machen wir die betrunkene Amy dann. So. Machen wir die hier. So, und jetzt. Das ist der Whale Killer. Gut. Der geht damit nicht. Das wäre aber die Tom Landry Middle School. Ich mache jetzt trotzdem den Whale Killer. Erstmal. Und damit ist das Match hier rum. 99 Helme geholt. War ein Denkfehler von mir gewesen, das offensive Deck da zu lassen. Ich komme auch mit meinem defensiven Deck besser in der Arena durch. Würde ich sagen. Naja, schauen wir mal. So, B-Wind. Just leider Schwank, da hätten wir gleich die Globerella am Start. Und die muss jetzt hier gleich schon durchhauen. Gut, dann halt hier die Peggy. Wenn das jetzt alles gut läuft, dann ist das Thema hier sowieso schnell durch. Hier den RC-Helikopter. So. Jetzt mal hier den Peter hin. Und mit dem Peter, Waffensicherheits-Peter rein. Und fertig. Okay, 99 Helme noch geholt. Scheiße, Mensch, das hätte ich jetzt vorher machen müssen. Ich hätte vorher umswitchen müssen. War nicht gut. Keine gute Entscheidung gewesen. Na gut, schauen wir jetzt mal rein, wie es momentan überhaupt aussieht. Wahnsinn, hier. Oh, jetzt habe ich auch ganz schön böse abgeschnitten. Jetzt habe ich ganz schön schlecht abgeschnitten. Ich muss mal gucken, wo ich dann überhaupt lande. Also, Blitzkrieg auf Platz 1. Puschel. Florian Gaming, Eat Fresh Food, Gamer Guy, Yamakasi, Liktuell, Lord Universe, Plüsch-Einhorn, Dietronic, Nero, Bloody Fruit, Gecko Moria, Olynd, Kevin. Berlin Crime. Hey, gleich, lass mich doch, es ist doch jetzt uninteressant, was du dir da für ein Video anguckst. Ich zähle hier gerade auf. Achso, das höre ich nicht. Ja, guck doch, siehst es doch. So, Veni, Berlin Crime, Fresh Prince, Hendrik Hilden, The Destroyer, Big Tasty Rob, X-Strike, Herr Bausen, Dein Vater, Daniel, Gold Elite, Strommi, Petro Geli, Brownie Nervt, Magoliver 500. Ja gut, da sind noch ein paar bei mir jetzt mit hinzugekommen, aber drei Stück habe ich verloren, das heißt. Müssen wir mal schauen, wo ich lande. Bektasch, Michael, Ruffy Treffy, Sebastian, Kaffee Junkie, Max Max, Marcel und Yuyu Di Laurentis. So, wie viele haben wir denn da jetzt überhaupt gehabt? 39, okay. Jetzt schauen wir in unser aktuelles Gildenergebnis rein. 8-mal gewonnen. Das erste Mal werden wir jetzt verlieren. Aber gegen Best of the Best of the Best, das ist auch kein Wunder. Nur mal ganz kurz hergucken. Server IP und das ist die von. Ja, ich seh's. So, dann gucken wir mal in die Ranglisten rein, ob wir irgendwas kennen. Reno, Leafy and Friends, Guild of Thrones. Step and Friends, Ironic Meme, Predators, Black Lotus, The Joes, Necro, Slurm Loco. Oh! Guck mal! Das erste Mal, dass ich uns da oben stehen sehe. Cool.
Das ist wirklich das erste Mal, dass ich uns selbst in dieser Liste stehen sehe. Ja. Wie geil ist denn das? Das habe ich vorher noch nie gesehen. Das erste Mal, erste Rumble, wo wir mal, ich meine, es ist jetzt vorbei. Aber das erste Mal, dass wir da oben mit dabei stehen. Wie geil ist denn das? Walkers of Gilmer. Ich mache doch einen Screenshot. Ja. Das ist ja mal geil. Nice. Zack. Walkers of Gilmer, Dire Tide, Best of the Best of the Best. Und da sind die... Das ist krass. Serious Dragon Family, Family, Niblonian Royal Navy, Kill All Humans Club, Nintendo, Marihuana und Ernie the Chicken. Na gut. Ich denke aber... Oh, jetzt muss ich gucken, jetzt bin ich nochmal richtig abgerutscht. Jetzt habe ich einen richtigen Absacker gemacht. Puschel, Blitzkrieg, Eat Fresh Food, Yamakasi, Dietronic, Nero, Der Veni, Plüscheinhorn, Fresh Prince, Florian Gaming, Lord Universe, Gecko Moria, Hendrik Hilden. Bist du etwa hinter mir, du armes kleines Gelsch? Ja, aber nicht lange, glaubst mir. Das war bis jetzt immer zwischendrin passiert. Herr Bausen, Liktuell. Ich bin einfach witzig, dass du einfach hinter mir bist. Olynd, weißt du, ich bin nicht mal der Anführer und du bist hinter mir? Oh mein Gott. Brownie nervt, Gold Elite. Ohne Witz, ihr müsst es mal unten in die Kommentare schreiben. Herr Gleich dies nicht mehr vorher sofort. X-Strike, Big Tasty Rob, Ruffy Treffy, Gamer Guy, The Destroyer, Mark Oliver 500, Max Max, G, Grabi, AB, Petro Geli, Berlin, Crime, Sebastian, Daniel, Strommi, Juju, Di Laurentiis, Kaffee Junkie, Michael, Marcel, Zombos, Dein Vater, The Bektash, Bloody Fruit, Hey Nils, Grimmel, Reaper, Tobias, Shadani, Emre Timbal und The Arschkrebs. So. Ganz unten. Hm? Kannst du mich jetzt Ja, ich habe den ein einziges Mal gespielt, als wir wirklich dringend noch einen Ball gebraucht haben. So, 2 Minuten 40 noch. Jetzt holen wir mal hier noch den anderen Account mit rein. Wäre cool. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Ding hier wieder wegschmiert. So, wie wir es ja schon beim letzten Mal hatten. So. Jetzt holen wir den noch mit rein. Mal Gilde 2 mit einer wirklich ziemlich unterirdischen Beteiligung. Trotzdem sieht das gut aus, ja. Ist so, wie ich es mir denke. Die Gilden werden immer inaktiver und dadurch, dass noch mehr Rumbles in kürzerer Zeit kommen, wird das natürlich nicht besser werden. Das ist nicht die Lösung dieses Problems. Da sollte vielleicht einfach mal die Belohnung ein bisschen angehoben werden von Kongregate, um da mehr Interesse zu wecken, diese ganze Zeit zu investieren. Ich meine, ich mache das gerne, mir macht's Spaß. Ich liebe den Wettkampfgedanken. Herr Gleich. Fighten. Herr Gleich. Ja, was bist denn? Du wieder gleichisch? Hä? Gleich? Bist wieder gleich. Was ist denn los mit dir, euer Kollege? Oh nee. Nicht schon wieder dein Sexeln. Was ist denn los? Was ist denn los, hier? Nicht schon wieder dein Sexeln, das geht mir total auf die Nerven. Was ist denn los? Lass mich jetzt mal ruhen mit deinem Sexeln, das geht total auf die Eier. Jetzt, sei doch mal nicht so aggressiv. Ich weiß überhaupt nicht, was mit dir los ist. Jetzt mach dich doch mal locker. Du weißt gar nicht. Chill doch mal dein Leben, Mensch, hier, was ist denn los? Kollege, 54 Sekunden noch. So lang musst du mich jetzt noch hier ertragen, bin ich schon wieder weg. Was los? Aua, es tut echt weh. Sei doch nicht so. Weißt du, du bist echt schlimm, ne? Warum bin ich denn schlimm? Wissen los? Was ist los bei dir? Na, Kollege, ja. So, noch 34 Sekunden sind wir gleich fertig, ja, 30. Kannst du mal aufhören, irgendwie ein bisschen die ganze Zeit zu sexeln? Jo, mei! Ist total nervig irgendwie. Ah, geh weiter. Ja. Ah, schleich die! Ist das ernst? Ja! Geil! Geil wie so. Pommes! 14, 13, 12, 11, aber wie schön! Mal. Wenn du nervst, ne, dann ist das alles okay. So, also 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und wir sind durch!
gewonnen und da ist eben leider die Niederlage. So, was willst du machen? Ist halt so. Schauen wir mal da, Zombie, Dude Buddy, Herr gleich 2, Enoch und Johnny Bauer. Hier Blitzkrieg, Puschel, Florian Gaming, oh, und Eat Fresh Food. Ja, wenn jetzt natürlich Tetsuo recht behält. Was denn? Tetsuo hat gesagt, im letzten Livestream, ja, wenn man, also die haben ja sogar die Anweisung gehabt, dass sie 2 Rumbles verlieren sollen. Ja. Und zwar ziemlich deutlich verlieren sollen, weil je höher du dann wohl verlierst gegen eine andere Gilde, desto einfacher werden dann die Gegner beim nächsten Rumble. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, keine Ahnung. Aber jetzt können wir es ja mal schauen. Also ich meine, wir haben jetzt richtig den Frack voll, richtig den Frack voll bekommen. Zeig mal bei Gegende, was auch so. Ja, und schau mal einfach mal, was jetzt unser nächster Gegner ist. Numero uno, dann Dials halt direkt danach. Ja, wie soll denn das bitte schön funktionieren? Wie soll denn das funktionieren? Diatide ist immer noch Platz 1. Kann ja gar nicht funktionieren. Wir werden jetzt gegen keinen mehr kämpfen, der auf Platz 1 steht momentan. So. Aber das erste Match haben wir jetzt verloren. Oh mein Gott. 8 Rumbles in Folge gewonnen, 1 jetzt verloren, ist so eigentlich schon mal ein ganz gegen guter. The best of the best of the best. Ja, und das gegen best of the best of the best. Ist alles gut. So, also. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown mit Medium gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.